in der Tfila von Yom Kippur, beim Tfilat Musaf, ist eine große Beschreibung über den Dienst von Kohen Gadol in Beit HaMikdash in Yom Kippur. Wir lesen die ganze Arbeit des Kohen Gadol mit allen Korbanot und den ganzen Dienst des Kohen Gadol, schwere, lange Arbeit, heilige Dienst in Yom Kippur, das ist ein großer Anteil von Tfilat Musaf von Yom Kippur. Und in Yom Kippur ist der einzige Tag, wo der Kohen Gadol kommt hinein zum Kodesh HaKodashim, der heiligste Zimmer, wo die Bundeslade ist, die Zehn Gebote und das Sefer Torah, das Moshe Rabbeinu geschrieben hat, ist in diese heilige Schrank, Aron HaKodesh, und dort kommt hinein der Kohen Gadol. Und er betet eine kurze Tfila, 3-4 Zeilen. Er betet über Parnassah für Am Israel und gut für Am Israel. Das ist der größte Tag, den heiligste Tag, den heiligste Ort, der heiligste Person, Kohen Gadol, in Kodesh HaKodashim, in Yom Kippur, ein Tfila zu Hashem. Und dort sagt er, wenn kommen Regen und jemand unterwegs ist, und er wird beten zu dir, Hashem, bitte hör auf mit der Regen, weil es stört mir zu gehen, ich bin unterwegs, ich bin total nass. Bitte hör nicht seine Tfila zu, weil wir brauchen Regen für die ganze Welt und für die ganze Erde Israel, für die Leute. Und die Frage ist, Kohen Gadol in Yom Kippur, in Kodesh HaKodashim, in Beit HaMikdash, in Jerusalem. Es gibt so viele Sachen zu beten, den Moment ausnützen. Und er sagt, dass Ve'al tishma letfilat ovrei drachim. Menschen, die unterwegs sind und sie beten, bitte hör auf mit den Regen ein paar Stunden, weil es stört uns zu gehen, sollst du Hashem bitte nicht hören. Hat er nicht etwas anderes zu beten in Kodesh HaKodashim in Yom Kippur? Und die Antwort ist, wenn der Mensch betet zu Hashem von dem ganzen Herz, im Kol HaLev, Vekol HaNeshama, mit der ganzen Seele, Bechol Levavcha und Bechol Nafshecha, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Herz, mit der ganzen Konzentration, mit dem ganzen Kopf, er betet zu Hashem. Diese Tfila, diese Gebet steht, wird kommen gleich bis Himmel zu Hashem. Beide unsere Tfilot oft, wir denken über eines und wir sagen zweitens und wir sind überhaupt nicht da. Wenn kommen Regen und Regen ist Leben und jemand, das unterwegs ist und er leidet darunter, dass alles ist Ton und Gas und Wasser und er ist nass und schmutzig, und er sagt, Hashem, bitte nicht, 3 Stunden Pause. Wird er beten von seinem ganzen Herz, soll mir nicht Regen kommen, kann diese Tfila an den Himmel kommen und Hashem wird nicht Regen geben. Weil sein Wunsch ist von die ganze Neshama, von ganzem Herz. Bitte, de Kohen Gadol, normalerweise, wenn ein Tfila von dem ganzen Herz kommt, sofort an, bitte jetzt nicht. Es zeigt uns den Kraft der Tfila. Dass wenn der Mensch steht, jeden Tag, aber besonders Yom Kippur, sogar ein paar Minuten, er mit sich und Hashem, und er sagt, Aschamnu, Bagadnu, die ganze Vidui, ich bereue mich, Al-Chet Shechatanu, auf diese Sünde, die ich gemacht habe, und auf diese Sünde, Al-Chet Shechatanu, Ve'al-Chet Shechatanu, Slachlanu, Mechalanu, Kaperlanu, und er sagt das von dem ganzen Herz, kommt diese Tfila bis Himmel. Wir lernen von der Tfila von der Kohen Gadol, dass eine Tfila mit der ganzen Kavana, mit der ganzen richtigen Gedanken und der ganzen Konzentration geht sofort gleich an Hashem. So Hashem wird uns helfen. Wir werden uns bemühen zu beten
וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, zu beten, dass der Kadosh Baruch Hu wird uns im Sefer HaChaim, in dem Lebensbuch, zu schreiben. Und Gesundheit und Freude für uns, für die Mishpacha, für die Kehila, für alle Juden, für Eretz Israel natürlich, sondern versuchen, paar Minuten mindestens, weg von dem Umfeld und allein mit Hashem mit der richtigen Konzentration zu haben, wird der Kodesh Baruch Hu unsere Wünsche erfüllen und wird uns schreiben, לשנה טובה ומתוקה ולגמר חתימה טובה.